Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier in Thüringen. Ja, die Hände geht weiter auf dem Missionsfeld. Lohnarbeit. Ja, Abfahrt, ne? Ja, die Abfahrten eingestellt und ich mach mal hier weiter. Ja, heute ist draußen wie heiß, also unangenehm. Aber ja, ich muss draußen nicht arbeiten. Ein Glück habe ich Frühschicht, das ist nicht ganz so dramatisch. Es war auch warm, aber nachmittags ist noch extremer. Also da knackt dann locker die 30 Grad in bei der Arbeit jetzt näher. Für alles Kollege. Naja. Aber das ist ja im Sommer nur ja, wenige Tage. Nächste Woche habe ich Urlaub. So schön. Urlaub ist immer schön. Wenn man verdient, ne? Also. Aber die Woche haben wir ein bisschen Stress, aber eben machen wir keinen Stress, deswegen jetzt. Ich nehme mal so hin, wie es ist. Ja, machen wir das, wenn nicht verrückt. Ist ja Arbeit, ne? Und am Motto, gestern erst drin einschreiben die Aufträge und dann heute fertig machen, so ungefähr. Und besten gleich vorher noch. Ja, da lass mich ja nicht treiben. Also ist ja, wenn die Maschine kaputt geht, dann geht es auch nicht weiter, ne? Deswegen, ich mache trotzdem das fertig und so, wie gesagt, und deswegen treiben lassen. Mehr bearbeiten kannst du, ne? Ja, ich meine, ich gucke jeden Tag jetzt rein bei ModHub, aber heute am 19. Ja, die Folge kommt ja, heute ist Mittwoch. Heute auch Mittwoch. Ja, bis dahin kann ich was tun, ne? Also ich nehme mir mal grundsätzlich so auf, also bei der Thüringen aktuell ist es so, dass ich in der Woche aufnehme. Und jetzt ist es, ja, 4:15, 16, 18, ne? Wie sagen sie in Österreich, 3:45. Das Rückwärtsdenken da hinten. Denken wir vorwärts, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin und sage 4:45, das ist schlecht, 4:45, das ist besser, dann wäre schon die Zahl zu sehen, wo man bald Feierabend haben könnte, ne? Zumindest bei normaler Arbeitszeit. Aber das ist bei denen so, aber nicht überall Österreich, muss man dazu sagen, es gibt auch Regionen, da ist anders. Aber mir ist egal. Musste halt übersetzen damit 16:20 Uhr jetzt fast, ne? Das verstehen sie schon noch. Aber ich sage es ja nie ernst gemeint. Ja, morgen ist am Donnerstag und am Freitag ist ja Rest sauber machen angesagt und dann ist ja Wochenende. Das ist dann schön. Ja. Mal schauen, ne? Und der Reif ist mal schon interessant. Also ich habe hier noch praktisch noch 2 Tage im Juli. Ja, und dann ist dann auch August. Gut, kann man auch noch flexibel sein, ne? Naja, eine Woche früher oder später, ne? Zu pingelig sein, aber wie gesagt, nächste Woche wäre jetzt ja praktisch ja Ende Juni, wird auch noch sicher nicht so weit sein, glaube ich nicht. Machen wir uns hier mal ein bisschen von Mission zu Mission. Aktuell ist ja Ernte angesagt, ne? Wiesen werde ich nicht machen, da haben wir genug auf unsere Eisenflächen zu tun. Ich mag auch ein bisschen Abwechslung, so ist es nicht. Die Silageball müssten noch zum Hof. Nach Möglichkeit isoliert und gleich ins Lager, Graslager, ne? Und wenn das nicht ganz reicht, dann müssen wir zumindest überlegen, ob ein zweites oder drittes Lager aufbauen. Irgendwo, um die Ballenzahl, Literzahl hinzubekommen, ne? Also, weil ich will mir im Prinzip den Lager wieder steht, das wieder praktisch einbringen, ne? Den einen Mod und dann knall ich die Ballen so wieder rein, wie sie vorher waren.
ein oder zwei mehr sind auch egal, aber ihr sagt so, dass ich die Arbeit nicht umsonst war. Das Gute ist, bei Mais wäre es auch gegangen, bei Mais-Silage. Aber hätte man von Bar-Silo halt ein anderes Silo nehmen müssen. Das würde auch dann funktionieren. Um die Menge zu bekommen, weil im Prinzip es ist immer ja mal schade, wenn du alles hast und dann ist es, kannst du es nicht nutzen, ne? Musst ja zwischendurch ja verkaufen bei der BGH, also reingehen, was Biogas entsteht, um so durch Strom Geld zu verdienen. Aber dann machst du ja normalerweise parallel schon wieder Neues, ne? Und das ist ja in dem Fall nicht sinnvoll, nicht möglich, weil hier Umzug kommt. Also ist ja ganz gut und praktisch, dass wir da das so machen, dass wir da ja den so hinbekommen, ne? Weiß nicht genau, wie man den Kurs einstellen. Ja. Muss ich mal gucken. Das sollte nicht passieren. Ich weiß, ich will Tasten drücken, ich hab's nicht im Kopf. So. Dass man das hier einstellt. Na, irgendwie. Gibt es auch keinen Hinweis, ne? Also hier im Spiel irgendwie nicht. Also jetzt hier im Hilfsmenü sieht man das nicht. Eigentlich schade, aber ist halt so. Ich weiß, wo man gucken in der Beschreibung. Ich glaube, ModHub ist es, glaube ich. Ne, ModHub nicht. ModHoster. Da bin ich hier zu faul zu. Streng G oder was? Streng G. Oder Streng X? Na, geht nicht. Ich habe jetzt extra eine andere Tastatur gekauft, um mit den mit der anderen nicht recht klar gekommen bin. Das war ja eher die amerikanische oder englische Version, keine Ahnung. Nur habe ich aber die über Windows die deutsche Version und da heißt immer komplett andere Tasten. Ne? Nicht überall, aber hier Ü und Ö und R ist da nicht dabei. Ist dann manchmal blöd, wenn man Tastenfunktion drücken möchte. Man raten muss. Beim Schreiben ging es, habe ich mal geguckt, wo es ist. Und wusste der ja schon, ne? Und dann war eine verkehrte Taste war halt zurück und dann war halt die andere genommen. Aber wenn man viel schreiben will, ist das besser, man hat die richtige, ne? Ich habe leider nicht geguckt beim Kaufen. Ich hatte noch nicht wieder diese verkehrte in der Hand gehabt, habe ich mal eine andere gekauft. Eine G. 213 für 50 Euro das ging und sie ist leise vor allem. Das ist für Let's Play ist das ganz gut, wenn er da keine unnötigen Tasten klacklupper hast. Ne? Ich habe auch eine andere Tastatur mit Funk, aber die muss man erst einrichten. Und wenn das mal ja, da muss trotzdem eine Reserve haben, dass man das mal nicht einstellen kann, dann muss das ein Ding machen über eine andere Tastatur. Ja, Technik bin ich ein bisschen kauffreudig. Aber ich habe mir vorgenommen, eine 5090 nicht zu kaufen. Beziehungsweise den neuen Rechner dafür, weil wenn, dann würde ich mir komplett kaufen. Das würde ich aber jetzt ein Zweivierteljahr machen. Wenn jetzt die 6090 kommen würde, rein theoretisch alle 2 Jahre mitbekommen. Noch eine neue Grafikkarte raus und aber dann in 2,5 Jahren gibt es ja schon kein LS 25, 27, ne, dann kommt erst die 28, wenn es im Rhythmus bleiben würde, das weiß man ja nicht. Ich meine, sie haben irgendwann auch das Problem, dass ja praktisch, was geht noch besser, ne, bis auf neue Karten und Maschinen, ne. Und selbst neue Maschinen sind ja irgendwann auch nicht mehr neu, das sind ja meistens auch ja immer die gleichen Marken mehr oder weniger. Also das ist halt so, ne? Also kleine Marken gibt es auch, aber die große Masse ist ja, die Glas ist ja
eine große Firma oder wie Pöttinger, ne, ist auch relativ groß. Oder Fendt, ne, Fendt-Traktoren, Deutz, Case, ne, also das ist ja eigentlich alles nichts Besonderes, ne? Anführungszeichen. Oh, mal anschauen hier, der kommt gleich hier. Wir sind verplappert. Ja, wir müssen nach Straußen hochfahren, das ist immer noch irgendwann zu machen. Am besten nach der Mission. Na, will er nicht, du? Ja, doch. Ich hätte das früher anklicken können. Das. Dann reagieren sie ein bisschen früher, ne? Ein bisschen mehr Zeit. Oh, 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 oh. Wieder so ein. Ich weiß ja auch nicht. Wieso? Warum? Wieso kann er nicht da rumfahren? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wieder. Ein Bild für die Götter, ne? Mein Mausverband nebenan. Verstehe ich nicht. Aber hier ist auch wieder so Schatten, ne? Also Schatten. Das ist ja die Karte in der Thüringen, ist das so. Schatten. Dunkel. Gut, da noch mehr, weil das. Finde ich nicht so gut. So extrem ist. Bunker Mist Metal sieht auch. Ja, da können wir noch voll machen, wir haben noch Zeit. Ja, mitfahren wird er nicht so lange machen, dann wird er bald anhalten. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja. Ja, Freitag ist schön. Gehen wir den Tag ruhig an. Anführungszeichen. Die allermeisten haben ja jetzt letzten Aufträge und so. Das ist ja, das ist halt so, ne? Innen drinnen sieht man zu wenig. Das ist mein Problem. Oh, Trailer Cage. Wenn man da sieht, man die Kante immer so schlecht. Siehst du immer so schlecht. Warum müsste irgendwie anders gelöst sein? Naja, in echt fahren sie auch mit Dings, ne? Mit GPS, ne? Also mal gucken nachher nach der Folge, gleich mal gucken, wie es angeht. Dann können wir es auch drüber fahren lassen. Ich weiß, ob der andere Mod habe ich nicht aktiviert. Weil er nicht doppelt drüber liegt, ne? Ist blöd. Und die anderen brauchst du wegen Allrad wegen hochfahren oder so. Der andere funktioniert meist nicht. Oder zu wenig. Ja, die Hitze ist schlimm. Aber zwei Tage ungefähr. Morgen noch ein bisschen warm und Freitag kommt schon die ersten Gewitter. Teilweise wieder gefährlich. Also wer in so einem Bereich, in so einer Lage wohnt, Gebirgsbäche oder sowas, mal schon mit Vorsicht genießen, ne? Wer Erfahrung gemacht hat, Keller und sowas zugelaufen. Also ich würde in so einem Bereich ja keinen Keller bauen, weil den Keller kannst du ja im Grunde recht nutzen. Da würde ich jedes Mal Angst haben, wenn die ganzen Wertsachen nicht ist. Viele haben ja so einen Keller, ja, so eine Art Büro kann man sagen, ne? So was ich so habe, ne? Studio kann man sagen, so ähnlich jedenfalls, aber. Da würde ich im Keller immer nicht wohlfühlen. Einige haben noch einen Keller, einen Sicherungskasten, da ist noch dämlicher, ne? Also das ist ja. Geht im ganzen Haus kein Strom. Neben dem Gefahrenbereich wohnt, ist das blöd. Auch wo Grundwasser entsprechend hoch ist, ne? Also 100% dicht. Ja, ich weiß nicht. Meist, also dicht kann man es bekommen oder so, also sagt nicht. Aber wie gesagt, gefährlich ist dann, wenn das Haus sich setzt und dann Risse auftreten können, sind zwar nur Haarrisse in dem Fall, aber da kann Wasser eindringen.
Wie hat das noch mein Mentor gesagt, bei der Lehre damals, im Keller, wenn du ein Kellerloch hast von Nagelgröße, mehr brauchst du nicht haben. Da läuft Wasser rein. Aber raus läuft jetzt garantiert nicht. Weil Druck nicht da ist. Der Druck von draußen ist höher als drinnen. Dann ist das, läuft nicht wieder raus. Und früher hatten wir auch nicht die Methoden gehabt wie heute. Heute gibt es da schon bessere Sachen. Wenn du so eine Wanne machst mit Teichfolie, dann geht's auch noch, ne? Theoretisch, aber wie gesagt, wenn man Business kann. Gibt es auch spezielle Folie für Teiche. Dehnbar, ne? Wie Gummi so ähnlich. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen. Also wenn das Wasser steht, ist scheiße. Machst Drainage ran, dann bist du einigermaßen sicher, ne? Mit Pumpe draußen, notfalls. Wenn da nicht Regenwasserkanal theoretisch anschließen darfst, was tiefer gelegen ist, dann geht's auch. Aber das muss ja dürfen, ne? Das ist ja nicht so, dass ein Kanal für Mist halt, ne? Für Gülle, also halt für Abwasser, ne? Ne, wenn die Pumpe dann versagt, dann bist du auch hast auch Probleme. Die hält ja nicht ewig, die Pumpe. Das ist ja das ganze Problem. Irgendwann ist da ja auch mal der Saft aus, ne? Wenn da nicht regelmäßig die Wagen tust, also austauschen und eine Reserve, das müsste normalerweise dann so ein Ding regelmäßig machen. Weiß ich, nach ein, zwei Jahren mal die Pumpe komplett wechseln und dann entweder reparieren lassen oder durchchecken lassen und dann. Oder halt immer neu. Weil. Oder selbst man durch schon. Ne? Meistens Motoren haben ja meistens diese Kohlebürsten. Ich weiß früher jedenfalls. Ob sie heute auch noch haben, keine Ahnung. Motoren müssen ja auch mal die Pumpen müssen auch mal sicher mal die Gummi ausgetauscht werden. Wenn das funktionieren soll. Wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dann stehst du da. Du bist meist nicht zu Hause, dann stehst du bis zu den Knien und tiefer im Wasser. Na, schlecht. Nee, für so einen Fall ist am besten, wenn du so ein Eck bist, dass du kein Keller nichts drin hast, was verwehrt ist. Ja, Waschmaschine mal rausschleppen ist auch nicht so einfach, ne? Daher hast du eine Sackkarre da, wo du raufstellen kannst, dann geht's auch noch. Aber das meiste Erdgeschoss auch schon gefährdet. Ich weiß, damals haben wir in Salzburg Eigenheime gebaut, Reihenhäuser. Wo die Firma existiert nicht mehr. Da haben sie den Plan so gehabt. Sie durften nicht eine gewisse Höhe drüber hinweg sein, vom Dach her. Dann haben sie das ganze Geschoss, Untergeschoss so hingestellt, dass es tiefer war wie die Straße. Wie die Hauptstraße. Und. Das ist natürlich dämlich in meinen Augen. Also wegen, weiß ich, einen halben Meter Höhe bauen und schon wäre das funktioniert. Aber wenn sie zu stur sind, dass sie die Höhe nicht überschreiten dürfen, dann ist das Ende der Ärger vorprogrammiert. Ne? Weil ja, wenn man, also Salzburg, die Ecke da oben, öfter mal Platz kriegen. Also ich habe mal erlebt, wir haben Samstag gearbeitet, da hieß er, sagt der Kollege mir, fährst du raus zur Baustelle und pump schon mal das Wasser aus dem Keller raus. Das war ungefähr 10 cm mehr war es ja auch nicht, aber sollte es am Montag dann trocken sein, damit sie arbeiten können. Ich noch nachgefragt, na, macht das Sinn, dass ich das mache, wenn doch wieder Regen kommen könnte, ne? Also von der Vorhersage war es so gewesen. Weil Wetterbericht ist ein bisschen interessiert, da gucke ich mir drauf. Regenradar und so, und da kann ich schon ganz grob sagen, oh, das könnte sein, dass es doch mal doch durchzieht, ne? Und wups, die sind nach Hause gefahren, das war ein Platzregen, das war richtig ein ja, Gedicht von Wetter, ne? Jedenfalls war das die Arbeit umsonst, aber ich habe Stunden gehabt. Mir war es egal, ich habe nachgefragt. Ich habe mir genauso gut die Arbeit sparen können. Wäre nicht aufgefallen. Ja, gut. Die Firma existiert auch deswegen nicht mehr so ungefähr, ne? Ja, wegen Burgs und so und Scheiß, das war halt. Ist aber, wenn von der Kopf aus nicht funktioniert, dann ist das meistens vorprogrammiert. Ne?
Ja. Ich bin heute auch wieder abgehauen. Vorher schon, bevor es in Konkurs ging. Ja, und bin dann mit dem blauen Auge davon gekommen, mehr oder weniger. Also, in so eine Firma hast du am besten, man meldet sich dann krank. Dann hast du einen Nachweis. Wir haben sie dir nachgesagt, ich wäre nicht zur Arbeit erschienen. Ja, konntest du auch nicht beweisen, weil ja im Prinzip die Arbeitskollegen auch alle eigentlich geschüttet waren. Ne? Zwar aber zum Glück Urlaub angesagt. Und da war ja in der Kündigungsfrist auch Urlaub drin. Ne? Der Urlaub wird ja in eine Urlaubskasse eingezahlt. Dadurch, an das Geld können sie nicht ran. Also sie müssen das Geld praktisch einfordern, damit sie es auszahlen können. Ne? Und sie haben es, um mich zu ärgern, nicht angefordert. Und nach dem Motto, du kriegst diesen Monat kein Geld, so ungefähr. Ja, so war das Urlaub für mich gesichert. Und konnte ich dann später ja nehmen. Ist ja nicht weg, die Tage. Und ich konnte ja kurz darauf neue Arbeit gehabt. Und weise Voraussicht schon alles eingetaktet. Und war dann besser bei als bei der Firma. Ich hätte schon stutzig werden müssen, wo im Prinzip keinen Arbeitsvertrag in Hand gegeben haben. Ne? Da nur auf mündliche Zusage, ich weiß nicht. Aber das war schon so ein komischer Verein. Also ich weiß noch, die eine Baustelle, die da hatten, wo ich angefangen habe, da habe ich noch im Leasing gearbeitet. Da haben sie eine Firma übernommen gehabt. Dann haben sie das ganze Zeug verkauft, was die hatten von der Firma. Und dann haben sie das Zeug wiederum gemietet und dann haben sie das wieder genutzt. Ja. Natürlich ungünstig, wenn du was verkaufst und dann mieten tust und dann noch Ewigkeiten, ja, dran zu hängen hast, ne? Ja, das ist natürlich, ja, immerhin. Im Nachhinein ist eine Erfahrung, die man gemacht haben muss. Also so eine Fälle hast, dann machst du eine Kündigung und dann gehst du zum Arzt und meldest dich krank. Dann bist du dein Geld sicher. Aber ich habe jetzt ganz gut, jetzt habe ich eine gute Firma bei Pöttinger da. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Ja, jetzt auch im Bau ist auch nicht lustig, das kannst du mir glauben. Überall, wo die Krise wackelt und so, Aufträge kommen nicht rein. Privat, die können nicht bauen, die wollen nicht bauen, weil sie kein Geld haben oder so wenig haben. Aber wenn du kein Eigenkapital hast, wenn dein Job nicht sicher ist, dann sagst du ja auch irgendwann, ich mach das Risiko nicht. Ja, das funktioniert irgendwann nicht, also das ist dann nicht gut. Oh, Überlänge. Das soll schon heute gewesen sein. Ja, sag mal, danke sehr für uns geschaut und bis nächstes Mal. Tschüss.